Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin so cool in den Tag gestartet. Ich weiß auch nicht. Irgendwie beide Jungs sind richtig happy, haben gut mitgemacht heute Morgen. Es gibt immer so und so Tage. Alle Eltern kennen es. Und heute ist irgendwie alles gut gelaufen. Wir haben 8.11 Uhr. Ich habe die beiden gerade in den Kindergarten gebracht. Und ich gehe jetzt hier gerade mal ganz kurz in den DM. Ich würde gerne mal nach dieser Augenbrauen-Geschichte schauen. Ich glaube aber fast, dass Dark Brown, das was ich habe, schon das dunkelste ist und dass danach schwarz kommt. Und schwarz ist einfach, das kann ich nicht machen, weil schwarz ja ein kühler Ton ist und braun ist ja ein warmer Ton. Deswegen habe ich auch das dunkelste Braun genommen. Jetzt sieht man es eigentlich ganz gut in der Sonne. Hier unten sieht es schon wieder, wenn es schattig ist, sehen meine Haare fast schwarz aus. Das wollte ich ja auch, dass die fast schwarz aussehen. Aber dass sie trotzdem nicht schwarz sind, weil erstens schwarz kriegt man super, super, super schwer wieder raus, wenn man blond werden möchte. Und zweitens ist es ein kühler Ton. Deswegen, ich wollte einen warmen Ton und deswegen, wenn man einen warmen Ton möchte, dann darf man keinen schwarz nehmen. So, so viel dazu. Ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Übrigens, kurzes Feedback. Mein Mann hat gesagt, sieht mega aus, sieht richtig, richtig gut aus, gefällt ihm total. Ich habe den Lias gerade gefragt, weil ich habe die Jungs gestern nicht mehr gesehen. Wir waren gestern übrigens erst um 9.30 Uhr zu Hause. Also krass, weil wir brauchen ja bis Frankfurt so knapp eine Stunde Fahrt. Und dann müssen wir von Frankfurt noch zu uns fahren. Das ist ja auch nochmal so eine gute halbe Stunde. Auf dem Rückweg war ich noch tanken. Alter Schwede, Leute, ich hatte noch 65 Kilometer zu fahren. Also ich war noch nicht mal auf Reserve und habe trotzdem gestern Abend und so spät abends, es war auch ein Preis von 2,02 Euro. Also sonst war es überall immer 2,10 Euro, 2,15 Euro, so in diesem Bereich. Also dachte ich, ach 2,02 Euro, cool, Schnapper. Mhm. Ich habe noch 117 Euro gezahlt. Also wäre ich, wäre der Tank leer gewesen, dann wäre ich ja, ah, Leute, ich sag's euch, das ist so teuer. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich deswegen abends die Jungs nicht mehr gesehen und ich bin dann heute Morgen runtergegangen und habe gesagt, guck mal, die Mami hat schwarze Haare. Ich habe so schwarz halt gesagt, weil für die ist es ja so schwarz-dunkel. Und der Lea sagt, wow, was hast du gemacht? Ist die Tante und Omi auch schwarz? Und ich sage, nein, die sind noch blond. Und dann habe ich gesagt, und wie findest du es? Und dann sagt er, sehr gut. Und macht er so den Daumen hoch. Das war so süß. Und Samu hat nichts gesagt. Er hat nur gelächelt. Ja, weil es ja viele auch immer interessiert, wie die Jungs auf so krasse Veränderungen reagieren. Also, aber in der Vergangenheit, wenn ich irgendwelche Veränderungen hatte, egal was ich gemacht habe, die Jungs haben immer voll cool reagiert. Also es hat die einfach so gar nicht gejuckt. Ja. Ich gehe jetzt in den DM, dann geht's ab nach Hause, direkt ans Videoschneiden, arbeiten, solange es irgendwie geht. Um spätestens 2.30 Uhr fahre ich mit meiner Schwester weg. Ich begleite sie heute ja zum Augenarzt und sie soll danach nicht selbstständig fahren und deswegen fahre ich sie hin. Und während sie dort ihren Termin hat, das ist nämlich in der Nähe vom Hauptbahnhof, werde ich heute nämlich schon nach den Haarextensions schauen. Tada! Da muss ich das nämlich Freitag nicht machen, weil Freitag ist nochmal ein bisschen, weil ich dann schon mehrere Termine in Frankfurt habe, dann ist es cooler, wenn ich das jetzt, vor allen Dingen weiß ich auch nicht, was ich in der Zeit mache, wo sie beim Augenarzt ist, weil solche Termine, das dauert schon immer alles ein bisschen. Also ich denke, dass sie bestimmt eine Stunde da drinne sein wird. Und deswegen, gerade weil es in der Nähe ist, ich kann dann da auch beim Arzt parken und dann einfach zu den Geschäften laufen. Also richtig perfekt, weil das ist dann alles Gehminuten von 5 bis 10 Minuten und dann kann ich da mal schauen. Da gibt es verschiedene Shops und dann schnuppere ich mich einfach mal durch und so habe ich meine Zeit vertrieben und am Freitag weniger zu tun. Und ich kann mal gucken, ob ich schöne Extensions finde. Genau, wenn nicht, dann werde ich die online bestellen. Aber ich würde schon gern das im Geschäft holen, damit ich das wirklich so richtig vergleichen kann und gucken kann, ob das passt und ob die Länge passt und alles drum und dran. Genau. Ja, das steht heute an. Aber jetzt gehe ich erstmal zum DM. Wenn ich wieder daheim bin, ich guck mal irgendwann, wann ich es mache. Ich zeige euch heute auf jeden Fall noch die Sachen, die ich gestern bei Primark geholt habe und die Sachen, die ich jetzt im DM hole. Genau, also bis gleich. Oh, Leute, schaut euch mal dieses Dicke an. Wie schön sind die bitte? Ja, ich bin hier gerade fleißig am Shoppen. Ich habe nämlich gesehen, ich habe 15-fache Punkte auf Payback. Deswegen kaufe ich jetzt auch mal vieles auf Vorrat. Boah, aber die flashen mich gerade voll. Aber wohin? Was soll ich damit machen? Aber es sieht so schön aus. So, das Internet spinnt heute extrem rum. Wir haben
Ach, schon 20 vor 12. Okay. Ich habe meinen Vlog geschnitten. Es ist alles fertig, aber das Internet geht einfach gar nicht. Also, ich meine wirklich gar nicht. Und da ich ja das Glück habe, Vodafone sowohl zu Hause als Internet zu haben, als auch auf meinem Handy, habe ich das Problem, dass ich noch nicht mal über Hotspot oder sowas arbeiten kann. So, dass ich meinen Mann nicht störe mit meinem Gelabere hier. Ja, deswegen kann ich gerade nicht arbeiten, wie ich es liebe. Gott, ich hoffe sehr, dass das mit den Glasfasern jetzt bald mal über die Bühne geht. Weil, oh Gott, ich kann es kaum erwarten, wenn ich von Vodafone weg bin. Und sobald ich auch aus meinem Handyvertrag raus bin, der dauert allerdings noch fast ein Jahr, 10, 11 Monate oder so, dann werde ich auf jeden Fall zur Telekom wechseln. Mein Mann hat nämlich da nie Probleme, der ist ja bei der Telekom. Und das geht mir echt auf den Keks. Also ich bin halt aufs Internet angewiesen. Und wenn man bei einem Anbieter ist, der dann Probleme hat, und man dann weder auf dem Handy noch zu Hause Internet hat, dann ist es echt bescheiden. Anders kann ich nicht sagen. Ja, mein Mann kann sich dann immer Hotspot anmachen von seinem Handy, aber also Katastrophe wirklich. Naja, egal. Ist gar nicht so verkehrt. Ich wollte hier nämlich unbedingt mal in meinem Zimmer aufräumen. Katastrophe. Ich habe super wenig Platz gehabt die letzte Zeit. Hatte ich so das Gefühl, boah, ich muss echt alles hin und her quetschen und überhaupt. Und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, ich werde jetzt diese ganz dicken Pullis rausholen. Und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht. Liegen hier alle noch. Das sind aber alles Pullis, die ich wirklich, wirklich liebe. Ich habe hier übrigens, dazu erzähle ich gleich mal was. Nicht, dass ihr euch wundert, was hast du denn da? Genau, also das sind alles Pullis, die ich liebe, die ich behalten möchte. Ich muss nur gucken, ob ich die in einen Sack stecke oder einen Karton oder wie ich es mache. Und dann müssen die ab auf den Dachboden. Das sind aber wirklich so Hardcore-Dicke. Das sind so richtig dicke Winterpullis. Also ich habe natürlich noch viele andere Pullis dagelassen, die auch, wo man sagt, okay, für kalte Abende oder wenn es mal wirklich ein regnerischer Tag ist oder wie auch immer. Also das kann schon alles da so bleiben. Das ist dann auch so für den Herbst. Das ist jetzt wirklich so für wirklich Winter, Winter, Winter. Ja. Deswegen lasse ich das auf jeden Fall mal da. Den DM-Haul zeige ich euch nicht, weil da ist wirklich, ich habe super viel, es ist gar nicht jetzt so viel Masse an Tüten, aber ich habe voll viel Kleinkrams gekauft und coole Sachen. Deswegen werde ich, glaube ich, mal, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, einen einzelnen DM-Haul drehen. Aber die Sachen von Primark zeige ich euch jetzt. Und ein Schal, den hat meine Mama mir gekauft. Richtig süß. Die hatte sich nämlich einen Schal gekauft und hatte den uns gezeigt. Und ich habe nur gesagt, oh mein Gott, wie schön ist der denn bitte. Richtig, richtig nice. Ich muss hier unbedingt aufräumen. Ich habe hier gestern auch irgendwie 50.000 Hosen anprobiert. Die hängen jetzt hier alle noch. Die muss ich alle mal wieder auf den Kleiderbügel machen und ab in den Kleiderschrank. Genau. Und ich habe übrigens das Tattoo Brow bekommen. Ich habe ja jetzt hier zu Hause Light Brown, dann Dark Brown. Dark Brown ist das, was ich gestern benutzt habe. Und ich habe jetzt tatsächlich Black Brown heißt es. Also sehr, sehr cool. Es gibt gar nicht komplett schwarz, sondern Black Brown. Das finde ich sehr, sehr cool, weil es dann trotzdem ein warmer Ton ist. Den habe ich bekommen und den werde ich heute mal auftragen, dass meine Augenbrauen noch mal einen Ticken dunkler sind, weil die sind mir zu hell. Die sind mir echt eine Nuance zu hell. Das werde ich später noch machen. Den Schal, die Sachen zeige ich euch gleich. Aber ich wollte euch noch mal hier was zeigen. Und zwar, ich habe ja meine Narbe. Und ich habe jetzt schon öfter mal etwas von diesen Narbenpflastern gehört. Von Hansaplast. Und das sind Narbenreduktionspflaster. Und nach 3 bis 4 Wochen soll man schon was erkennen, aber es dauert eigentlich eher so 7 bis 8 Wochen. Also hier steht auch, man muss es 12 Stunden täglich drauf haben, egal ob nachts oder am Tag. Und ja, je nach Narbe kann es halt bis zu 8 Wochen eben variieren. Und hier sind halt eben solche, ja, das sind solche Pads drin. Moment, ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Es sind ganz viele solcher Dinger drin und die sind komplett, sehen halt eben so aus. Es ist so eine durchsichtige,
ja, wie so eine Gel-Konsistenz und man kann sich die zurechtschneiden. Also man hat nicht nur eins und dann ist es weg, sondern ich kann jetzt ein so ein Ding für ungefähr 6 Mal verwenden. Also mir wird diese Packung auf jeden Fall schon etwas länger halten. So. Ich möchte die halt immer abends drauf machen. Ich habe die gestern Abend drauf gemacht, aber relativ spät. Erst so um 10 Uhr ungefähr. Meine Uhr ist schon wieder stehen geblieben. Hä? Ich weiß nicht, was mit dieser Uhr los ist, aber ich glaube, ich werde sie bald in den Müll befördern, weil ich kann so einmal im Monat die Batterie wechseln. Also völlig absurd. Genau, also ich hatte ja damals hier diese Geschichte mit den Weisheitszähnen, wo sich dann ein Abszess gebildet hat, bla bla bla, habt ihr ja mitbekommen. Es musste aufgeschnitten werden und dann ist das Aufgeschnittene wurde nicht zugenäht oder sowas, sondern es sollte von alleine heilen und ist dann halt eben zusammengewachsen. Und ich habe jetzt auf jeden Fall da eine Narbe. Die sieht man mal mehr, mal weniger. Das ist total unterschiedlich. Irgendwie an manchen Tagen habe ich das Gefühl, auch man sieht ja gar nichts. Und im nächsten Moment denke ich mir wieder so, doch, man sieht es schon ganz gut. Und was man vor allen Dingen sieht, ist einfach diese rote Stelle. Also ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich auch Fotos mache oder so, man sieht es halt auf jeden Fall. Und jetzt habe ich halt dieses Pflaster drauf. Ich werde das auch, bevor wir gehen, wieder abmachen, weil ich hatte das jetzt seit gestern Abend um 10 Uhr, 9:30 Uhr, irgendwie sowas hatte ich das halt die ganze Zeit drauf. Und deswegen hat es jetzt auf jeden Fall, war es schon viele Stunden drauf. Und sobald ich später wieder zu Hause bin, mache ich mir ein neues drauf und lasse es dann auch den kompletten Abend über die Nacht und so weiter. Ich habe die Hoffnung, dass wenn ich halt das mehr als 12 Stunden, weil man soll es ja mindestens 12 Stunden tragen, wenn ich es länger drauf mache, dass es noch mehr Wirkung hat, keine Ahnung. Also ich werde es jetzt durchziehen, jeden Abend, jeden Mittag, wie auch immer, mir das drauf zu machen. Ich bin ja viel zu Hause, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber für die nächsten Wochen und Monate, wenn ihr das immer wieder seht, wisst ihr jetzt, was das ist. Es ist aber auch durchsichtig, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man näher kommt, sieht man das halt eher. Klar, ich habe damit geschlafen, die Ecken sind jetzt schon so ein bisschen, aber wenn man das frisch drauf macht, dann sieht man das gar nicht. Bei mir ist es natürlich intensiver, weil es im Gesicht ist, aber wenn man irgendwo am Körper irgendwie eine Narbe hat, die man ja, verbessern, verfeinern möchte und so weiter, dann schaut euch mal an. Ich habe die das erste Mal gesehen bei der Saskia von Saskias Family Blog. Die hat das für ihre Narben geholt, weil sie ja jetzt einige OPs hatte. Und meine Schwester geht ja zur Haarlaserentfernung, genau. Und da hat sie das auch mal angesprochen gehabt, dass sie das jetzt benutzen möchte. Also die haben da irgendwie über das Thema gequatscht. Und da hat die Frau, die sie behandelt, hat dann gemeint, dass eine Kundin, die eine Kaiserschnittnarbe hatte, das benutzt hat. Und man sieht diese Narbe einfach so minimal. Also er hat gemeint, wirklich bei allen anderen, wenn man so Kaiserschnittnarben sieht, man sieht die ja schon. Die sind schon sehr, sehr gut sichtbar. Und sie hat gemeint, das sieht so gut aus bei ihr. Und sie hatte also diese Frau mit der Kaiserschnittnarbe hat erzählt, dass sie diese Pflaster benutzt hat. Die gibt es auch in der größeren Variante. Die sind arschteuer. Die haben jetzt, also die kosten regulär um die 30 Euro, diese eine kleine Packung. Wir hatten jetzt bei unserer Apotheke, irgendein Angebot war gewesen, dass wir 22 Euro gezahlt haben. Es gibt es auch auf Amazon immer mal wieder für, ich glaube, 23, 24, 25 Euro. Also wenn es euch interessiert, schaut euch die mal an. Ich werde die jetzt benutzen und werde dann mein persönliches Feedback in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch dazu geben. So, boah, jetzt labe ich aber schon echt lange. Jetzt werden wir mal ein ganz schnelles, einen ganz schnellen Haul machen. Als allererstes. Dieser Schal, wie schön ist der bitte von Job? Ich bin absolut verliebt. Meine Mutter hatte den gezeigt und habe ich gesagt, den muss ich auch haben. Und hat sie gemeint, wenn sie das nächste Mal in der Stadt ist, dann bringt sie uns den mit. Sie will uns den unbedingt schenken. Und hat sie meine Mutter hat meiner Schwester und mir dann diesen Schal geschenkt. Richtig schön in so einem ganz dunklen Blau und mit diesem wunderschönen Beige. Es sieht einfach so schön aus. Und das ist ein Schal. Was ich sehr cool finde, ist, dass er halt nicht zu dick ist. Das ist eher so dieses Tuchschal halt eben. Und somit kann man den halt echt fast das ganze Jahr übertragen, auch an kalten Abenden. Was ich sehr nice finde, ist, dass der ausnahmsweise mal nicht viereckig ist, weil ich habe sonst nur Tücher und Schals, die viereckig sind. Und das ist aber so einer, der länglich ist. Deswegen, den kann man auch super zum Beispiel, den werde ich auf jeden Fall in den Urlaub mitnehmen und dann abends, wenn es ein bisschen frischer ist, wenn man ein Kleid anhat, dann kann man sich das nämlich so richtig schön überlegen, dadurch, dass er nicht viereckig ist, dann hat man, sieht echt dann so schön aus, also ich bin absolut in love, richtig schön und ihr wisst ja, ich bin sowieso so ein Job-Opfer, deswegen, ich bin verliebt. Der ist relativ, was heißt relativ, der ist echt teuer, muss ich sagen, der kostet 80 Euro.
Also echt schon, aber ich hätte ihn mir auch selber gekauft. Ich finde ihn echt richtig nice. So, kommen wir zu Primark. Es ist eine ganze Tüte tatsächlich geworden. Ich habe ein paar Sachen für mich geholt, ein paar Sachen für meinen Neffen ins B. Also er wird ja erst geboren. Es ist tatsächlich nur eine Sache für den Dias mitgekommen, beziehungsweise für den Samu gar nicht, weil die haben wirklich mehr als genug. Ich habe die letzte Zeit so viel für die gekauft und deren Kleiderschränke platzen einfach. Aber an einer Sache konnte ich nicht vorbeigehen. Die ist auch von meiner Mama. Die hat gesagt, ich will es bezahlen. Ich will, dass ich dem Dias mal was schenke. Als ob sie ihm nicht ständig verschenken würde, aber egal. Diese Latzhose ist mitgekommen. Der Elias wollte unbedingt eine Latzhose haben. Er hat eine Latzhose, aber die ist viel zu klein und er trägt sie als kurze Latzhose. Sieht total bescheuert aus. Wirklich, ich habe gesagt, ich kaufe dir demnächst eine anständige Latzhose, wenn ich mal eine finde. Und ich habe die ganze Zeit keine gefunden, aber gestern war es soweit. Für 14 Euro ist die hier mitgekommen. Werde ich ihm später mal zeigen, da wird er sich bestimmt drüber freuen. Dann habe ich das hier mitgenommen. Das ist so süß. Ich liebe diese Dinger. Das hat 12 Euro gekostet. Und zwar ist das so dieses Ringeldings. Das kann man entweder zum Beispiel um die Bettchen drumherum machen. Also an der Seite am Bettchen, dass das Kind was zum Spielen hat. Oder viele machen das an den Buggy dran, Kinderwagen, an der Schale, die man im das hatten wir zum Beispiel gehabt, an der Schale fürs Auto, die Autoschale, genau. Da ist ja auch immer so ein Griff und da haben wir das dann dran gehabt und dann haben die Jungs da immer mit rumgespielt und so weiter. Also vor allen Dingen halt eben für egal was, also für unterwegs oder eben auch zu Hause. Hier sind so Sternchen dran. Die knistern beide, dann ist es unglaublich weich und auf der anderen Seite ist dann halt eben so Stoff. Also es ist so, so, so kuschelig. Und dann hängen hier noch so Sachen dran. Also einmal, das ist aus der Disney-Serie. Das gab es auch noch mit normalen Sachen, aber ich fand Disney irgendwie total schön. Deswegen steht hier irgendwas mit Disney drauf. Dann ist hier ein Spiegel mit dabei, was für Kids immer cool ist. Eine Mickey-Maus, richtig, richtig süß. Und ein Mond. Voll süß, da konnte ich echt nicht dran vorbeigehen, fand ich so goldig. Dann Spucktücher braucht man ja mehr als genug, also davon kann man gar nicht genug haben. Also wirklich, weil nicht nur für Kinder, die viel spucken, aber danach auch für Sabbern. Der Samu schläft immer noch, der kann ohne Spucktücher nicht einschlafen und er braucht mindestens zwei. Er braucht eins, wo er sich drauf legt und eins zum Kuscheln. Wenn er krank ist, wenn er erkältet ist, er braucht seine Kuscheltücher, also ohne die geht's gar nicht. Also diese Spuckmulltücher, die haben sich wirklich so bei uns ausgezahlt, von Tag 1 bis zum heutigen Tag, total im Einsatz. Ich habe jetzt hier für 6 Euro wieder was aus der Disney-Abteilung mitgenommen. Da gibt es natürlich auch welche mit nicht so tollen Motiven. Die waren dann, glaube ich, für 4 Euro oder sowas. Aber die Disney-Motive finde ich halt immer so, so nice mit Mickey Mouse jetzt hier in dem Fall. Genau. Und ich hatte nämlich ja eine Amazon-Liste zusammengestellt für die Babyparty. Die werde ich jetzt auch demnächst losschicken, wenn wir dann den Namen haben. Den werden wir am Sonntag werden wir den Namen erfahren. Ich freue mich schon sehr. Und da habe ich auch ganz viel nach so Spucktüchern gesucht, aber ich finde dann teilweise, dann kriegt man irgendwie so 5 oder 10 Spucktücher für, was weiß ich, 20, 30 Euro und die sind dann auch noch einfarbig und so total langweilig. Deswegen habe ich gesagt, ne komm, ich werde jetzt immer mal wieder ein paar Stück holen. Bei DM gibt es schöne, Primark, C&A und so weiter, deswegen sind die jetzt hier mitgekommen. Ich glaube, ich habe sogar schon welche. Ja, ich habe schon welche von Winnie Pooh, glaube ich, war das gewesen. Naja, auf jeden Fall sind sie mitgekommen. Dann das gleiche Spiel mit solchen Handtüchern. Also bei Amazon, diese Handtücher, die halt eben diesen, also diese viereckigen Handtücher, wo dann eine Ecke ist, wo man jetzt Köpfchen so reinmachen kann. Also wo man ja dann die Kopfbedeckung halt eben noch hat, dass der Kopf schön warm bleibt. Die waren unendlich teuer. Ich glaube, ich habe kein einziges Handtuch unter 15 Euro gefunden, wo ich mir dachte, so übertreib mal nicht, ganz ehrlich. Also ich habe auch ganz viel für die Jungs von Primark gehabt, C&A und Co. Das hat jetzt hier 7 Euro zum Beispiel gekostet. Fand ich total süß mit dem, ich weiß nicht, ob es ein Bär sein soll oder wie auch immer. Es gab verschiedene Tiere dann hier oben drauf und ich fand die Farbe aber so schön und es ist richtig weich, also mega. Dann habe ich ein Oberteil mitgenommen, relativ einfach, simpel. Moment, wenn ich es dann hinbekomme. So, einfach in beige,
ein bisschen ja, tiefer ausgeschnitten. Ist auf jeden Fall so ein V-Ausschnitt. Hinten hat es auch einen V-Ausschnitt. Das war aus der Wäscheabteilung. Also es sollte eigentlich ein Nachthemd-Pyjama sein. Also da gab es noch eine passende Hose dazu. Aber ich fand es so als Oberteil sehr, sehr cool. Vor allen Dingen dann halt eben mit einer Bluse oder irgendwie sowas drüber. Weil ich ja immer noch nach Sachen suche, die ich unter diese ganzen Blusen anziehen kann, die ich in der Türkei gekauft habe. Das hat gekostet 8 Euro. Dann konnte ich an diesem, das ist ein ganz normales Tanktop, nichts Besonderes im Prinzip, aber die Farbe, die war ja der absolute Hammer, die ist richtig schön, auch zu meinen dunklen Haaren. Leute, ich finde das so genial. Ich habe die letzte Zeit auch nicht mehr so viel knallige Töne angehabt, ich weiß gar nicht warum. Ich finde, dass es gerade zu dunklen Haaren so nice aussieht, deswegen heute direkt mal zu Rot gegriffen. Ich liebe Rot mit dunklen Haaren, das ist einfach so ganz, ganz, ganz nice. Naja, auf jeden Fall, Tanktop ist mitgekommen für, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das war reduziert auf 2,50 Euro oder sowas. Dann sind diese Spuck-Lätzchen mitgekommen. Auch die sind bei Amazon extrem überteuert. Wo ich mir denke, so nein, warum? Ich habe jetzt hier 5 Stück bekommen für 4 Euro. Also absolut genial. Unsere ganzen Lätzchen sind auch von C&A und Primark und überhaupt. Ich glaube, bei Ikea hatten wir damals auch noch viele geholt. Die sind sehr, sehr cool, weil die sind einmal oben weich, aber unten haben die hier so einen Stoff, dass nichts durchgeht. Das heißt, wenn das Kind sich mal richtig voll sabbert oder mit Essen oder whatever, dann geht nichts auf die eigentliche Kleidung durch. Das ist sehr, sehr genial, weil das kann schon echt mal passieren, wenn das nicht so ist, dass es sogar durchgeht. Und es hat hier seitlich, die haben wir auch, die fanden wir immer sehr, sehr nice, es hat hier seitlich diese Klettverschlüsse und nicht hinten. Es gibt nichts Nervigeres, als hinten für ein Kind dann wahrscheinlich auf so einen Klettverschluss zu liegen. Oder am besten, wenn man noch schöne Schleifchen binden muss und dann liegt man hinten auf der Schleife drauf. Also die so seitlich sind, die sind sehr, sehr nice. Also, und die gab es ganz viele verschiedene Motive. Ich habe mich jetzt für diese Geschichte hier entschieden. Es gab auch voll die schönen Motive für Mädels, aber auch für Jungs noch weitere, neutrale. Also, das fand ich aber sehr, sehr schön, dieses Set. Dann habe ich eine Hose mitgenommen, meine Mama auch. Wir fanden die so, so, so schön für 10 Euro. Na, hier mal alles richten. Und zwar ist es so eine Culottehose. Die geht nicht auf den Boden, sondern so bis zur Wade ungefähr. Und dieses Muster ist einfach so, so schön, richtig sommerlich. Aber nicht zu quietschig, bunt oder so, gerade richtig. Ja, ich kann mir sehr gut einfach die ganzen, also so ein Oberteil in weiß, beige. Ich glaube sogar, das hier würde noch ganz gut aussehen. Ja, wobei, das beißt sich ein bisschen. Ja, auf jeden Fall mit einem schönen Gummi oben. Und das ist auf jeden Fall schön High-Waist, trägt man das Ganze. Finde ich sehr, sehr nice. Ich muss nur alles mal anprobieren, ob mir alles passt. Dann habe ich mir einen Badeanzug mitgenommen. I don't know, mir hat die Bademode da sehr, sehr gut gefallen. Ich habe da auch einiges gesehen. Ich hätte auch gern ein Bikini gehabt mit so einer High-Waist-Hose. Aber immer wenn ich die Hose in meiner Größe gefunden habe, dann habe ich das passende Oberteil nicht gefunden. Und wenn ich das passende Oberteil gefunden habe, habe ich die passende Hose nicht gefunden. Es war irgendwie so ein Struggle is real. Deswegen habe ich mich für einen Badeanzug entschieden. Und ich fand, dieses Flieder hat mich extrem angelacht. Vor allen Dingen, weil ich das Oberteil sehr, sehr cool fand und mir gedacht habe, hey, eine kurze Shorts da drauf oder ein Langrock oder eine Hose oder sowas wird auch sehr, sehr cool aussehen, das als Oberteil zu tragen. Und zwar geht es hier einmal um den Hals herum. Und dann ist hier so ein V und es ist so schön, irgendwie sieht das Oberteil so ein bisschen raffiniert aus. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe jetzt einfach mal Größe 44 mitgenommen. I don't know. Sieht überhaupt nicht so aus, wie man sieht. Also wenn jetzt bei H&M wäre, würde ich denken, es ist eine 40, maximal eine 42. Also ich mache bei Primark das sowieso immer so, dass ich eigentlich mindestens eine Nummer größer nehme. Es sei denn, es sollen solche Tanktops sein, wo ich weiß, ich möchte, dass die auch eng sitzen. Dann kann ich auch mal eine M oder eine L nehmen. Aber ansonsten nehme ich immer alles grundsätzlich in der L, meistens die ganzen Oberteile. Und alles, was so ein bisschen enger ist oder jetzt zum Beispiel so diese Hose, wo ich weiß, hey, da ist kein Stretch oder irgendwie sowas. Da nehme ich dann wirklich 42, 44. Also wirklich immer eine gute Nummer größer nehmen. Dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, weil mich ja auch immer so viele fragen, hey, du probierst ja gar nichts an in den Geschäften und trotzdem habe ich eine 99-prozentige Trefferquote, dass mir die Sachen zu Hause tatsächlich
auch passen. Also meistens eigentlich 100%. Die Sachen passen mir eigentlich immer. Dann ist natürlich eine Geschmackssache, ob ich finde, dass es mir steht und ob ich die Sachen dann zurückbringe, umtausche oder nicht. Aber ansonsten bin ich da eigentlich immer echt, ja, gut. Ich halte die Sachen auch meistens immer so ein bisschen an mich ran. Aber im Prinzip funktioniert das auch. Das hier habe ich zum Beispiel in einer 44 mitgenommen. Achso, der Badeanzug übrigens hat gekostet 14 Euro. So, dann habe ich mir diese kurze Shorts mitgenommen. Ich fand die so, so cool. Die hat nämlich hinten eben diesen Gummi, dass es sich doch ein bisschen anpasst. Aber hier im vorderen Bereich gar nichts. Aber hier mit diesem Gürtel, mit dieser Schleife, fand ich sehr, sehr nice. Und ich fand die Farbe irgendwie total toll. Sowas habe ich noch nicht. Und auch dieses Flatterige mag ich sehr, sehr gerne. Dass, wenn man so eine kurze Hose anhat, dass es vielleicht wenigstens nicht so hauteng ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Die hat gekostet 6 Euro. Genau. Dann habe ich mir eine Jeans mitgenommen. Ich bin ja voll begeistert von der Jeans, die ich das letzte Mal mitgenommen hatte. Ich hatte mir eine schwarze High-Waist-Jeans mitgenommen und eine blaue. Die blaue habe ich zurückgegeben, weil die viel zu groß gewesen ist. Da habe ich mich tatsächlich überschätzt, weil ich dachte so, das waren aber auch, ich weiß genau, das war noch ein Tag gewesen. Ich glaube, da hatte ich auch meine Periode gehabt. Ich habe mich so aufgebläht gefühlt und so dick. Und dann dachte ich mir so, oh, Primark, du nimmst normalerweise immer eine Größe größer mit. Ah, nimm mal lieber zwei Größen größer mit. Und ich glaube, ich habe damals irgendwie Größe 46 oder sowas mitgenommen. Also es war wirklich viel zu groß. Dann habe ich die zurückgegeben und mir aber tatsächlich auch keine neue mitgenommen, weil diese, ich hatte mir eine dunkelblaue mitgenommen. Die war aber so, einfach so dunkelblau, ohne irgendwas. Das war so, das sah so richtig, es sah irgendwie nicht cool aus. Angezogen schon mal gar nicht. Und ich habe mir diesmal eine mitgenommen, die halt so ein bisschen Waschung halt eben hat. In so einem mittleren Blau. Genau, und die geht, ist so eine Röhrenjeans. Aber wie gesagt, mit dieser Waschung fand ich sehr, sehr cool. Und die ist auf jeden Fall Highways. Und das ist eine Größe 44. Wie gesagt, würde ich eher als so eine 42 eben betiteln. Hat aber auch Stretch, deswegen mal gucken. Ja, ob die gut ist oder ob ich vielleicht eine 42 dann nehmen müsste. Das weiß ich jetzt nicht. Bei der kann ich es nicht so 100%, bei so richtig Stretch-Geschichten kann ich es nicht so 100%ig einschätzen. Aber also passen wird sie auf jeden Fall. Vielleicht wird sie aber ein Ticken zu groß sein. Mal gucken. Dann habe ich dieses Set hier mitgenommen. Ich bin gestorben. Es gab einfach so, also wirklich in Mannheim, der Primark, die Kinderabteilung. Man kann sich dumm und dämlich kaufen. Das meine ich wirklich ernst. Das ist so krass. Da gibt es so, so, so wunderschöne Sachen. Und ich habe hier dieses Set mitgenommen. Einmal ist hier ein... Ich habe mich für Dumbo übrigens entschieden. Ich war so am hin und her überlegen. Da habe ich alle möglichen Disney-Sachen gesehen. Ich so, nein, Dumbo, du bist so süß. Also einmal ein Lätzchen. Die finde ich auch ganz cool, weil die haben hier einfach nur diese Knöpfe. Deswegen, die sind auch sehr nice. Also die haben wir auch über Jahre angezogen. Dann einmal diesen Body. Der ist so goldig. Dann ist hier ein Mützchen mit dabei. Wie süß ist das bitte? Ich sterbe. Richtig goldig. Und ein Pyjama. Und zwar ein sehr praktischer. Der geht nämlich seitlich komplett bis unten hin auf. Also ist es leicht anzuziehen. Und der hat Füßchen mit dabei. Also das finde ich auch immer sehr, sehr praktisch. Und hier ist überall Dumbo mit drauf. Gott, ist das süß. Ich könnte sterben. Richtig süß. Und dieses ganze Set hat 13 Euro gekostet. Also da kann man ja mal gar nichts sagen. Richtig, richtig gut. Und ich habe noch einen Tanktop mitgenommen in beige. das hat gekostet 3 Euro. Einfach, weil ich es momentan wirklich sehr, sehr, sehr viel trage und ich gar nicht mit dem Waschen hinterherkomme. Deswegen, jetzt habe ich aber wirklich genug von diesen ganzen Tanktops und überhaupt. Genau, und das war es schon gewesen. Diesmal habe ich tatsächlich gar nichts so aus der Dekoabteilung mitgenommen. Ich habe super viele schöne Sachen dort gesehen. Also wirklich richtig viele schöne Sachen. Aber ich wusste nicht, wohin damit. Weil ich habe überall, wo sowas gefehlt hat, unten zum Beispiel auf dem Regal und so weiter, ist alles voll. Und sonst, ich hätte was gekauft und wüsste gar nicht, wohin damit. Aber es gab so schöne Sachen. Bei so vielen Sachen habe ich gedacht, ah, sollst du? Und dann dachte ich mir so, nein, du weißt nicht, wohin damit. Deswegen habe ich es gelassen, aber echt. Also Mannheim, Primark, räumt, also das lohnt sich extrem. So, das sind die Sachen, die mitgekommen sind, den DM-Hold. Habe ich ja schon gesagt, werde ich separat filmen. Ja, jetzt werde ich mal gucken. Vielleicht hat sich das Internet ein bisschen gebessert und ich werde gleich mal hier Black Brown oder wie hieß das? Ja, Black Brown auftragen. Mal gucken, wie das dann aussehen wird. Also jetzt aktuell, es ist okay, aber ich hätte es gern eine Nuance dunkler. Deswegen
Mal gucken, wie es aussehen wird.